Und guten Abend, ihr Hübchen. Hi. Also, ihr seht ja schon, ne? Hier ist was aus von Ali gekommen. Und was? Das sind einmal. Ja, ich gebe zu, ich hatte schon reingeguckt. Weil ich mir nicht sicher war, ob die Bestellung vollständig ist. Das ist sie nicht, ist aber gar nicht so schlimm. Also, in dem kleinen Päckchen waren die Plastikspitzen. Heute mal ganz unprofessionell von der Hand aus, weil ich bin hier gerade am Aufräumen. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, wo mein Stativ ist. Also, einmal die Plastikspitzen sind da, 30 Stück, finde ich gut, kommen in die Ersatzkiste. Und dann haben wir hier einmal... Frau, selbst ist die Frau. Knister, knister, knister. Einen hellblauen Acrylstift. Also wirklich pastellblau. Mit einem Einzelbohrer. Mit einem Dreier, mit einem Mehrfach und einem gebogenen. Die sind aber auch interessant verpackt. Also da ist diesmal nichts. Also hier ist der gebogene. Da ist diesmal nichts vormontiert. Also spannend. Dann etwas, was ich schon länger auf der Wunschliste hatte. Das Teil. Das Teil ist ein Folienschneider. Das hier. Sieht aus wie ein ganz normaler Kugelschreiber. Ist aber laut Hersteller ein Folienschreiber. Da gucken wir dann gleich rein. Dann ein pinker Macaron für Wachs. Saugeil. Und einmal blaues Wachs in einer runden Dose. So, eigentlich sollte noch ein blaues Herz dabei sein. Das ist nicht dabei. Die Tüte ist leer. Macht aber nichts, ärgere ich mich nicht drüber. Ist in Ordnung passiert. Wir packen gleich mal kurz aus und dann zeige ich euch das. Eine Sekunde, ich muss jetzt das Handy weglegen, weil, wie gesagt, kein Stativ. Diesmal bin ich verdammt nicht vorbereitet. Passiert. Eine Sekunde. Also, wir haben da mal was vorbereitet. Hahaha. Der blaue Acrylstift, der hier, kommt unmontiert, da sind beide Löcher offen. Ihr kriegt dabei, ich finde den ja schön, der ist traumhaft, fühlt sich auch toll an. Ich weiß nicht, was das müsste ein Vierer- oder Fünfersetzer sein, eine gebogene Spitze, ein Einerbohrer, ein Dreiersetzer und noch ein, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit den Setzern nicht aus, noch ein Mehrfachsetzer. Also auch kein Schieber oder was, sondern wirklich ein Mehrfachsetzer. Dann haben wir hier den Macaron. Den habe ich jetzt geöffnet. Der kommt da ja mit 1, 2, 3, 4 mal rosa Wachs. Das würde mich aber interessieren, ob der blaue Wachs... Ach, der blaue Wachs hat die gleiche Größe. Sehr spannend. Die 4 gehören zum Macaron. Den Deckel klickt man einfach so drauf und muss man aufziehen, dann funktioniert das auch, nicht drehen. Das kleine Döschen hier kam mit 3 blauen Wachsdingern daher. Man könnte jetzt auch den blauen Wachs hier reinlegen, zum Beispiel. Und den Macaronwachs hier reinlegen. Sieht auch nett aus. Und solche Scherze. Und der wird geschraubt. So, was mich mehr interessiert hat, war das Teil hier. Und zwar ist das hier, ein Keramik-Pen-Cutter. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass mein Nachbar mal wieder laut ist. Sieht aus wie ein ganz normaler Kugelschreiber, ist aber, wenn wir die Kappe abziehen, nicht mehr als das. Und dieses kleine Tool hier hat eine ganz kleine Spitze, etwa da. Damit kann ich mich dann auch nicht mehr schneiden und ich kann die Folie schön ordentlich einritzen, ohne dass ich mir sowohl die Klebefläche als auch mich selber verletze. Finde ich nicht schlecht, kommt in die Zubehörbox und bleibt da. Und das wäre mein kleiner Einkauf bei Ali. Es kommt noch Doran Beads. Und 2 Molds und das war's dann auch. Ah ne, Pichu-Monat kommt auch noch, aber das ist eine Bestellung von
Februar schon, das bedeutet, ja, wir haben es eigentlich so gut wie ist alles da, also alles gut. Doren Beats fehlen noch die Schraubösen, aber gut, die kennt jeder, deswegen braucht man da keinen Aufriss machen. Was ich im Moment aber mal ausprobiert habe, was aber auch schon verschenkt ist, sind die Teilchen hier. Und zwar habe ich einen Schlüsselanhänger gemacht, eine kleine Pfote. Die wird jetzt am Wochenende übergeben mit einem Herzschlüsselring, ein paar Perlchen und an einer Kette und eine Schneeflocke und ein kleiner Schutzengel. Das ist ein gelber Schutzengel, der ist für Janilein und das hier ist für Laura. Das ist ebenfalls eine kleine lila Pfote. Ebenfalls die gleichen Anhänger, nur mit einem rosa Perlenengel, weil sie ist ein Mädchen, also kriegt sie den rosa Perlenanhänger. Und somit testen wir uns ein bisschen durch. Die zwei habe ich auch fertig. Und da wir ja mit dem Eisbären nicht wussten, habe ich einen kleinen lilanen Eisbären jetzt als Freund. Und der steht an meinem Schreibtisch und guckt mir dann beim Arbeiten zu. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht euer Ding, habt einfach Spaß, lasst euch nicht provozieren. Bleibt mir gesund. Kommt mir gut durch die nächsten Tage. Wir sehen uns dann geplant eventuell nächste Woche erst wieder zu einem Unboxing. Und zwar, was habe ich bei Peach Monat bestellt? Und in dem Sinne würde ich sagen, tüdelü.